Freunde, der Kupin ist verbaut und das wirkt doch gleich viel sportlicher. Geil! So, genug Videos geguckt. Wir müssen fleißig sein, Roger. Was machen wir heute? Ich hatte noch gar keinen Kaffee, fällt mir ein. Wie ihr merkt, wir sind wieder schwer beschäftigt und haben uns in den letzten Tagen viele Gedanken gemacht, was wir jetzt alles so treiben, jetzt hier auf dem Kanal, vor allem auch mit euch, mit dieser geilen Community. Wir haben jetzt einen Picknick-Chow. Ist im Bau. Wir haben das Cross-Mofa, wird gerade auch aufgebaut. Außerdem wollen wir das Low-Budget-Mofa irgendwann noch ein bisschen schneller kriegen. Und der Wolf, der muss natürlich auch noch ordentlich getuned werden, damit der mal läuft. Alles in Planung. Und alles eigentlich schon relativ aufgegleist, kommt in den nächsten Wochen einiges auf euch zu. Und wir haben uns überlegt, heute nochmal was anzureißen, denn das fehlt schon lange. Gerade für unser Picknick-Projekt haben wir uns überlegt, es wäre mega geil, wenn wir uns einen Anhänger holen, einen Mofa-Anhänger, und den so umbauen, dass wir so ein bisschen, ja, so Showzweck haben, aber auch wirklich funktionell für unsere Treffen oder für unsere Veranstaltungen wirklich einen coolen kleinen Anhänger haben, den von Grund auf neu aufbauen, customizen. Zusammen mit Elias möchte ich das machen und deswegen haben wir uns ein bisschen umgeguckt auf diversen Plattformen nach Mofa-Anhängern und leider ist die Auswahl sehr mager. Also es ist wirklich, ich dachte, es gibt mehr. Ja, man kann ja mal gucken, also ich bin definitiv noch nicht fündig geworden, deswegen werden wir jetzt ganz spannend. Wieso finde ich, was schreibe ich denn hier? Anhänger. Ja, jetzt. Ich schaue jetzt noch mal ein bisschen rum. Es gibt ein oder andere Angebot ein bisschen weiter weg. Ich werde jetzt mal ein bisschen rumtelefonieren, denn der Plan ist, heute noch einen Anhänger zu finden, den wir auch heute noch kaufen und abholen können. Und das zeigen wir euch dann im Video, was wir da uns ergattern. Ich hoffe, es wird was Cooles. Und vor allem eine gute Basis für unseren Umbau. Denn dieser Anhänger soll natürlich am Schluss so werden wie kein anderer Anhänger in der Schweiz. Müsste euch klar sein. Also, wir gehen heute noch auf Shoppingtour. Ich muss jetzt noch mal ganz fleißig hier suchen. Und dann sehen wir uns gleich hoffentlich unterwegs zu einem Verkäufer von einem dieser Hänger. So, wir haben es geschafft. Ihr seht, wir sind unterwegs in unserer geliebten Greta. Wir haben einen Anhänger gefunden und der ist gerade mal 15 Minuten weg von der Firma. Und nein, das ist nicht gefaked. Tatsächlich, wirklich jetzt offiziell gehen wir einen gebrauchten Hänger einkaufen. Wir konnten uns auf einen Mofa-Kult-Gutschein einigen. Das heißt, wir müssen nicht mal Geld ausgeben. Marc wird stolz auf uns sein. Und ja, hat jeder was davon. Er ist den alten Hänger los, kann sich neue Mofa-Teile kaufen. Und wir haben jetzt spontan einen neuen Anhänger gleich. Wir laden ihn ein und zeigen euch natürlich. Und dann reden wir auch noch ein bisschen über die Pläne, was wir jetzt mit diesem Schmuckstück vorhaben. Das ist wirklich eine sehr geile Basis dafür. So, wir sind angekommen. Wetter ist scheiße, aber Anhänger steht da. Und den gucken wir uns jetzt mal an und laden ihn hoffentlich auch gerade ein. Das Wichtigste zuerst. Genau. Wie abgemacht. Genau. Ich sag danke. Das ist das Stück. Genau. Affengeil. Da habe ich einen Motorsäge hier. Bin so einen Wald hergefahren mit einer Kiste innen drauf. Ja, geil. Brauchst du nicht mehr? Nein. Können wir die ablutzen? Ja, ja. Geil. Sieh sie noch. Der ist auch rostig. Ja, hast du schon lackiert? Ja. Es ist halt leider blau, ne? Das erlaubt der Chef uns nicht. Müssen wir umlackieren. Ja, ja. Ja, geil. Nee, wir bauen da ein kleines Custom-Projekt draus. Ja, kannst du dann in Zukunft verfolgen. Also. Jetzt mit dem Gutschein sind wir noch gut dabei. Ja. Aber ja, wird wahrscheinlich dann doch ein bisschen was kosten. Aber dafür wird er cool. Ja, ja. Das wird geil. Ja, easy. Mega in der Nähe. Kommst mal vorbei, wenn er fertig ist. Ja, ist gut. Ja. Geil. Also, vielen Dank. Bitte. Wir laden das Ding und hauen ab. Der ist mega leicht vor allem. Also easy noch. Den kann sogar das Low-Budget-Mofa ziehen wahrscheinlich, wenn nichts geladen ist. Wenn die... Hast du es drauf, was ich für ein Tier bin? Nicht vergessen, ne? Ladungssicherung ist enorm wichtig. Ja, wir haben unseren Hänger jetzt sicher nach Hause gebracht und wollen natürlich, bevor wir ihn jetzt zerlegen für den spontanen Hängerumbau, wollen wir ja einmal schauen, ob der noch so tut, wie wir das wollen. Damit wir einfach wissen, wenn er nach dem Umbau nicht mehr funktioniert, ob es unsere Schuld war oder ob er generell scheiße ist. Nein, er wird natürlich funktionieren. Er steht ja echt noch gut da eigentlich. Deswegen sollte alles passen, aber einfach aus Interesse. Ich bin noch nie einen Hänger zum Beispiel an einem Mofa gefahren, habe ich schon mega Lust drauf. Gerade weil es auch der erste Hänger ist, den ich jetzt an einem Mofa fahre, habe ich mich dafür entschieden, ein nicht ganz so schnelles und hochmotorisiertes Mofa zu verwenden. Ihr wisst ja, der Wolf ist nach wie vor eine arme Krücke. Deswegen hängen wir hier kurz mal unsere Anhängerhüpplung dran. Die findet ihr, wie gesagt, im Shop. Wir haben ganz viele verschiedene Varianten. Lang, kurz, dick, klein, breit, wie ihr es einfach haben wollt. Wisst Bescheid. Und deswegen mache ich den jetzt kurz dran. Wir holen den Hänger aus der Greta. Dann seht ihr den Hänger auch das erste Mal richtig. Ja, wir haben noch gar keine richtige Aufnahme davon. Seht ihr mal, was wir uns da ergattert haben. Und dann machen wir uns eine kleine Runde mit dem Hänger und dem Wolf. So. Ich würde sagen, Anhänger raus, Anhänger dran und dann Vollgas. Ich hab Bock. The wolf that drives like a sheep.
Da ist das Prachtstück. Farblich natürlich jetzt eine 1 zu unserem roten Mofa. Schön blauer Hänger. Nicht, aber ist ja erstmal nicht so schlimm. Ich würde sagen, wir montieren das Ding aber davor. Roger, zeige den Leuten mal dieses Prachtstück eines Hängers. Er wurde mal anscheinend dafür genutzt, um im Wald Holz zu holen. Das habe ich so, die Info habe ich bekommen. Der Lack ist mal gemacht worden, aber halt leider die falsche Farbe. Und ansonsten, ja, viel wird davon eh nicht übrig bleiben, beziehungsweise original bleiben. Das kommt eh alles raus und wird einmal ordentlich und vor allem neu gemacht und vor allem anders gemacht, wollte ich eigentlich sagen, denn wir bauen das Ding ja komplett custom um. Aber bevor das alles passiert, das Wichtigste, erstmal ein bisschen Spaß haben damit. So, ob das hält? Geil, Mann! Parcours! Wow, nicht hängen bleiben. Komm mal, Roger, spring rein, fahr mal eine Runde. Ich würde sagen, voller Erfolg. Anhänger haben wir, macht mega Spaß und jetzt haben wir erst recht Lust, das Ding umzubauen. Gerade auch für unseren Picknick-Ciao-Projekt wäre das bestimmt was Sinnvolles, wenn dann in Zukunft auch ein geil getunter Hänger da hinten dran ist. Ich hoffe, ihr habt Bock auf das Projekt und seid gespannt, was wir daraus machen. Wir wissen es noch nicht zu 100%, wir haben tausende Ideen, müssen uns jetzt entscheiden, was genau wir hier machen, aber ihr werdet das in Zukunft hier auf dem YouTube-Channel natürlich mitverfolgen können. Deshalb abonniert unbedingt den Channel und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut, bis bald und tschüssi. Uiuiui, oh, wow. Das war schon auf der Straße.